Ja, natürlich. Spiel wird auch gespeichert, das ist ja formidabel. Und hier meine ich, da lag doch noch Kupfererz. Ich weiß es immer noch. Obwohl es schon so lange her ist. Und hier ging's hoch. Und hier liegt noch eins. Ich muss mal immer so ein bisschen auf den Boden gucken, nicht, dass ich eins übersehe. Und ich überlege gerade, ob die Geräusche nicht doch zu leise sind und die Musik. Ich mache das nochmal kurz ein bisschen lauter. Wo war das? Einstellungen? Audio? Ich mache das mal auf 50. Einfach mal probieren. Vielleicht ist das besser. Aber auf 80 ist zu laut. Aber ich habe es jetzt auch nicht ganz so laut. Hoffentlich ist das Video nicht lauter, als es jetzt ist. Ich glaube, so hört sich schon besser an. Kommt doch auf das Wasser jetzt an, wenn wir jetzt zum Fluss gehen. Ah, geht aber noch, glaube ich. Muss ich mal ausprobieren. Muss ich nochmal genauer testen. Aber auf jeden Fall ist hier Matthäus Schmiede. Und ich würde hier hinten nochmal gucken, ob hier hinten noch was ist. Da ist noch eine Truhe, genau. Ich klaue dem Matteo das letzte Hemd, was er besitzt, nämlich 14 Dukaten und 4 Kupfererz. Wir sind ja auch ein armes Mädchen und haben kaum Kleidung, also soll er sich nicht so anstellen. Hey, wie kann ich dir helfen? Hier, da, die Kleidung, die passt nicht, deine Tochter ist ein bisschen fett. Ich habe diese Kleidung gefunden. Uiui, meine Tochter ist wohl ein wenig füllig geworden. Mal sehen, was ich da tun kann. Zum Glück muss mein Gehilfe nicht mehr sehen, wie ich die Schmiede in eine Änderungsschneiderei verwandle. Schaff! Ja, ja, sag nichts. Das war das Beste, was ich... Moment, das sieht gar nicht so übel aus. Passt wie angegossen. Also früher habe ich sowas ja mit Rüstungen gemacht. Anstatt mit einfachem Stoff. Solltest du eine Rüstung finden, die dir nicht passt... Dann bring sie bei mir vorbei. Dann werde ich meine alten Künste auspacken. Na dann, viel Glück. Oder warte, vielleicht kannst du mir ja auch einen Gefallen tun. Ich brauche unbedingt eine neue Schmiedezange. Der verstorbene Alte aus der Waldhütte hatte eine, die er mir schon lange schenken wollte. Vielleicht könntest du runter in den Efeugraben gehen und sie mir holen? Natürlich. Mache ich natürlich. Ich werde die Zange holen. Scarlett! Scarlett! Hä? Bei allen Geistern, da bist du ja. Es ist schrecklich. Hör zu, dein... Beruhige dich. Was ist denn passiert? Es geht um deinen Halbbruder, Leon. Er ist heute Morgen diesen Kerlen hinterhergelaufen, mit einem rostigen Schwert in der Hand. Er ist runter zum Efeugraben, aber er ist nicht zurückgekehrt. Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Du musst ihn finden. Ach, dieser Vollidiot. Wo ist Leon? Öffne dein Tagebuch, um ihn zu finden, wähle Leons Auftrag und dann auf Karte zeigen. Nun kannst du deine Position auf der kleinen Karte sehen und mit der Fertigkeit Pfad des Rahmens, die wir ja schon ausgewählt haben, klugerweise zeigt dir ein Rahmen den Weg zu ihm. Gewöhnliche Kleidung angepasst erhalten, das ist ja prima, und Erfahrung und neuen Auftrag und ach du Schande und noch einen Auftrag. Oh Mann, das handelt hier nur so von Aufträgen. So, und das Spiel habe ich auch nochmal schnell gespeichert. Oh, guck mal. Da kann man noch was kaputt hauen. Hey. So. Und Goldring. Da haben wir aber jetzt ein Schnäppchen gemacht. Ich überlege gerade. Gehen wir, bevor wir unseren Bruder holen, glaube ich, lerne ich erst noch ein paar Fertigkeiten. Und dafür müssen wir jetzt außen rum. Wir könnten auch andersrum, aber ich glaube, da komme ich im Moment noch nicht durch. Irgendwie war da noch was. Ich glaube, ich muss erst lernen... wie ich mich bewege, wie ich kämpfe oder sowas. Da unten steht ja schon. Hier, guckt, da könnt ihr ihn sehen. Da unten, da über ihrem Kopf. Da steht der Typ und da gehen wir jetzt ganz schnell hin. Das ist doch, glaube ich, sinnvoll, wenn man am Anfang so ein bisschen mal weiß, was man machen muss, damit man nicht ganz dumm rumläuft. Aber das mache ich ja dann später noch. Also dumm rumlaufen. Weil weiter als aus dem Dorf und das Stückchen... Was danach kommt, bin ich nicht gekommen. So. Hier, ach genau, hier sind wir runtergefallen und dann sind wir hier, haben wir mit den Assassinen gekämpft. Und ich gucke gerade nochmal, ob hier nochmal irgendwie eine Truhe stand oder sowas. Oder irgendwas Interessantes wie Brot. Ne? Ist hier noch was? Ich habe ja was übersehen, aber
Scheint alles sauber zu sein, also je nachdem, wie man sauber jetzt beschreiben möchte, bei einem kaputten Dorf. Und deshalb schnell zum Dingsbums hier, wie heißt er? Hey, Scarlett, komm mal her. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wie heißt er denn? Bleicher, richtig. Ah, Scarlett, du hast den Angriff überlebt. Wie man sieht, wieso bist du so überrascht? Naja, ich hab dich letzte Nacht kämpfen sehen. Du hattest wirklich mehr Glück als Verstand. Aber mal im Ernst. Es gibt einige Sachen, die du noch lernen solltest. Merk dir vor allem, dass jeder Gegner eine Schwachstelle hat. Und zwar ohne Ausnahme. Jeder. Außer dir natürlich. Du hast mehr Schwachstellen als ein Brett voller Holzwürmer. Letzte Nacht habe ich die Schwachstelle dieser doch teilweise recht unbeholfenen Attentäter entdeckt. Und wenn du willst, kann ich dir zeigen, wie man sie besiegt. Und falls du schon erfahren genug sein solltest, kann ich dir weitere Kampffertigkeiten beibringen. Trainieren wir erstmal. Ist ja logisch. Wir wollen ja besser werden. Zeig mir, wie man die Assassinen besiegt. Gut. Ich greife dich jetzt so an, wie es die Assassinen gern tun. Nur, dass ich nicht ganz so leichtfüßig bin wie sie. Dafür aber viel hübscher. Deren besonderer Angriff ist zum Glück auch ihre Schwäche. Die meisten von ihnen sind ja nur Lehrlinge. Wir haben nur wenige Meister gesehen. Wenn sie ihren Schlag begonnen haben, dann bewegst du dich einfach schnell aus dem Weg. Der Schlag ist nicht besonders schnell, also sollte das kein Problem für dich sein. Und dann wirst du sehr leicht einen Gegenangriff setzen können. So, jetzt das Ganze in der Praxis. Triff mich 5-mal, wenn ich diesen Schlag ausführe. Aber wenn ich dich 2-mal treffe, ist es vorbei. Bereit? Sein Untertitel stimmte nicht ganz mit dem überein, was er gesagt hat. Entweder 1-mal oder 2-mal. Auf jeden Fall sollte ich den Schlägen der Feinde ausweichen, um zu überleben. Und am besten tue ich das während einer Bewegung durch Rollen mit einer Leertaste oder durch Parieren, wenn ich die Fertigkeit erlernt habe, was ich nicht habe. Deshalb muss ich mich mit einer Leertaste abrollen. So, zack, 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 zack. Fertig. 5-mal über die Rübe gehauen. Hey. Glückwunsch. Das lief gut. Jetzt, wo du ein wenig Kampferfahrung gesammelt hast, solltest du dieses Schwert hier mitnehmen. Es wurde während der Kämpfe zurückgelassen. Ich bin sicher, du wirst Verwendung dafür haben. Als nächstes solltest du einen Lehrer finden, der dir beibringt, wie man rollt und dann schlägt. Und wenn du erfahren genug bist, komm zu mir zurück. Ich kann dir einige Kampffertigkeiten beibringen. Ja, warte. Ah, Scarlett. Willst du noch etwas üben? Nee, aber ich will hier die Körperfertigkeiten lernen. Haben wir doch eben hier drüber gesprochen. Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Boah, ich dachte gerade, das Spiel stürzt ab, weil es kurz gehangen hat. Okay, Macht des Schwertes. Da sind wir aber noch umgeschult. Sonderschlag von Ketten mit Attacken. Okay, und hier haben wir noch Tierwissen. Und das ermöglicht uns das Ausnehmen von erlegten Tieren, was natürlich sehr praktisch ist. Und hier ist noch die Schwertparade, wo wir auch umgeschult sind. Das ist ja schön. Ich schließe das erstmal. Und jetzt habe ich einen Derwisch-Dingsbums erhalten. Das ist ja auch schick. So. Ich guck grad nochmal. Hä? Hier ist ja gar nichts. Hat doch eben geleuchtet. Will der mich verarschen? Ah, ich hätte eins auswählen müssen. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ich entkleide mich, wollte ich sagen. Ich ziehe jetzt erstmal hier statt einen Schürhaken, nehme ich jetzt mal das hier. Das ist nämlich, glaube ich, soweit ich das sehen kann, Moment, nochmal gucken. Plus 4 steht unter dem Verkaufen für 10. Also nehme ich mal an, dass das viel besser ist als das, was wir gerade ausgerüstet haben. So. Ich will die Fertigkeit jetzt mal lernen, wenn ich Punkte habe, ich weiß es gar nicht. Ah, Scarlett, willst du noch etwas üben? Nee, ich will Körperfertigkeiten. Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Ja, und zwar will ich gerne Tierwissen haben, damit ich vielleicht die ein bisschen Geld am Anfang verdiene, was vielleicht nicht schlecht ist für Waffen oder sowas. Lustigerweise habe ich natürlich 0 Punkte, ich bin auch doof. Ich kann nichts investieren, aber die kann er anscheinend mir lernen. Was auch schon mal was wert ist, wenn man das weiß. So, und jetzt speichere ich nochmal kurz. So. Und gehen wir über die Brücke. Und reden mal mit der Dorfmiliz, die hier ein bisschen aufpasst. Dort draußen ist es sehr gefährlich. Wenn du eine Erklärung brauchst, rede mit den beiden Drahtstanden am oberen Ausgang des Dorfes. Also das Wasser rauscht extrem. Ich glaube, ich stelle die
Geräusche nächstes Mal doch nochmal ein bisschen leiser. Als es jetzt schon ist. So, dann gehen wir jetzt nochmal... Wo gehen wir denn mal lang? Gehen wir nochmal hier oben lang und sprechen nochmal mit den anderen zwei. Und hier liegt auch noch ein bisschen Kupfererz. So, jetzt reden wir mit den beiden nochmal und dann suchen wir mal den Leon. Auf der Jagd? Könnte heute etwas gefährlich sein. Und der Bergpass ist sowieso blockiert. Was machst du denn hier? Was machst du hier? Wir sind die neue Miliz. Wir stellen sicher, dass sie nicht zurückkommen und das Dorf plündern. Diese Assassinen gehen noch immer um. Sie sind Angehörige eines alten Ordens aus dem bösen Osten. Hehehe, mein Vater kommt auch aus dem bösen Osten. Ja, aber gehört wohl kaum zu den tödlichen Derwischen. Zumindest hat er nichts davon gesagt. Wenn ihr Herr es ihnen befehlt, stürzen sie sich in Schluchten, nur um ihre Loyalität zu beweisen. Ich kenne die alten Geschichten. Und jetzt sind sie hier, um eine Mission zu erfüllen. Aber niemand weiß, welche das ist. Habt ihr ein paar Tipps? Welchen Rat kannst du mir geben? Nun, du solltest nach einer angemessenen Waffe suchen, bevor du eine Dummheit machst. Und geh hinab zu Bleicher, um etwas Kampftraining zu erhalten, bevor du da rausgehst. Was ist mit dem Pass? Warum ist der Pass blockiert? Wir wissen nicht, warum die Straße nach Venedig blockiert ist. Irgendwer... Oder irgendwas? ...lauert in der Schlucht und niemand, der es erblickt hat, ist zurückgekehrt. Aber geh ruhig und vergewissere dich selbst. Bitte, ich muss jetzt hier raus. Schön, aber gib uns nicht die Schuld, wenn du ohne Kopf zurückkommst. Wie kann sie ohne... Schnauze, Mann! Na, das sind ja zwei Helden. Und, Moment, hier war doch... kann ich hier? Nein, natürlich nicht. Kann ich hier? Und zwar Milch... Oh, Lehrer. Guck mal, körperliche Fertigkeiten. Bleicher kann mir im Dorf was beibringen. Das ist ja liebenswürdig, dass ich das weiß. Ein Gefallen für den Schmied. Das machen wir nachher. Und jetzt erstmal ein Freund in Not. Jetzt müssen wir unseren Dingsbumsbruder retten und auf Karte anzeigen. Ja. Und wo ist die Karte? Wie kann ich denn jetzt auf die Karte zugreifen? Nein, hier nicht. Ach, ich glaube, das ist auch egal, weil der Fall mir das oben anzeigen soll. Beziehungsweise, ich versuche jetzt mal mit dem Pfad des Rahmens. Okay, jetzt folgen wir mal dem Rahmen. Mal sehen, wo der uns hinführt. Oh, wer steht denn da? Hallo? Da ist sie ja. Diejenige, die für die Zerstörung unseres Dorfes verantwortlich ist. Was? Du hast mich schon verstanden. Du bist für das verantwortlich, was passiert ist. Sie sind wegen dir gekommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Jetzt hat sie bekommen, was sie verdient hat. Was bist du? Ein Dämon? Bitte, bitte vergib uns. Wir wussten nicht. Weißt du, das ist mir scheißegal. Diesmal zeige ich keine Gnade und lasse sie nicht am Leben. Sie sollen für ihren Verrat bezahlen. Darauf habe ich gerade viel mehr Lust. Du wirst für deinen Verrat zahlen. Jetzt. Komm schon her, du dummer, 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 dummer Dorfbewohner. Zieh ich die Hackfresse wund. Roll dich doch mal ein bisschen ab. Scarlet, du hast aber auch jetzt hier so. Scheiße. Der blockt. Warte mal so. Jetzt hab ich ihn. Hey, jetzt hab, ne? Na, da kann sich aber auch rumrollen. Der ist nicht schlecht. Aber nicht gut genug für mich. So, mal sehen, was ihr dabei hattet. Euch wird nämlich keiner vermissen. 5 Dukaten ist jetzt nicht gerade viel. Und 6 ist jetzt nicht wesentlich mehr. Und er verschwindet vor Scham im Boden. Das ist ja mal wieder typisch. Wo ist denn der... War das eben mein Rabe? Ne, das sind ganz viele Raben. Ich speichere das mal kurz. Wo war die Taste? Da ist die Taste. So. Und jetzt brauche ich nochmal den Pfad des Rabens. Dem wir jetzt folgen können. So. Oh, Dukaten. Nee, Kupfererz. Oh, Kupfererz. Und noch eins. Und hier lag doch auch eben was. Wegweiser. Ephorgraben und Kupfermine, das ist ja nice. Hier runter ging der Vogel eben, habe ich gesehen.
Hier runter. Ach du Schande. Wo treibt der Leon? Kupfererz. Wo treibt der Leon sich denn da rum? Der Schlawiner. Hier ist wieder irgendwo Wasser. Jedenfalls höre ich Wasser. Honigpilz. Und da ist noch ein Kupfererz. Genau. So, wo muss ich denn hin? Hier runter. Ah, da ist er. In Schwierigkeit. Jetzt wirst du für das bezahlen, was du unserem Dorf angetan hast. Oh nein, furchtloser Kämpfer, lass uns am Leben. Verspotte mich nicht, Abschaum. Wie du wünschst. Dann reißen wir dich halt wortlos in Stücke. Dürfte nicht zu schwer werden. Na, prima.